Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit der Randale Danu. Hi! Ja, ja. Und dem Xa. Moin! Und wer die Workbench vermisst, fragt Danu. So. Das ist schon doof. Ja, und ich möchte einmal hier. Einmal draufcode. Ein einziges Mal. Am Anfang auch gleich offiziell eine Beschwerde einreichen. Okay, mach mal. Weil während dem letzten Stream, also als wir hier ein bisschen rumgefarmt haben, stand mehrmals im Chat, als Koya hier die Leiter runtergefallen ist, macht unten doch Heuballen hin, das reduziert den Fallschaden und man bricht sich nicht mehr das Bein. Und er hat es ausprobiert und er hat das Bein gebrochen. Bin ich vorher runtergefallen und habe mir das Bein gebrochen. Trotz Heuballen. Okay, dann ist das damit auch ab. Warte mal kurz. Ich nehme mal ins Bauzeug, Xa. Die 100. Ja. Ja, ich nehme das gleich. Hast du hier gebaut so einen Block, einen roten Block? Und einen, nee, ich. Was ist denn das rechts da? Ich habe ausprobiert. Adobe. Ich könnte auch als Boden nehmen. Ich wollte mir die anschauen für die Küche, aber mir hat beides da nicht gefallen. Aber für die Werkstatt, klar. Da für die Werkstatt finde ich den gar nicht so verkehrt. Mhm. Okay, gut. Dann haben wir das. Ja, wir haben uns entschieden, die Wände hell zu machen. Und damit, da die Wände dann hell sind, haben wir hier den Boden rausgenommen. Da muss also ein neuer Boden her. Und dabei ist komischerweise ein Workbench kaputt gegangen. Also ganz eigenartig. Aber ich habe eigentlich nur den Block drunter weggebaut. Was denn? Es ist nicht passiert, als ich dir im Kopf gehauen habe. Dabei ist es nicht passiert. Merkt ihr, was da so alles im Hintergrund passiert? Ja? Welchen Brutalitäten man hier ausgesetzt ist. Die hattest du verdient, so. Ach ja. Jetzt erklär warum. Weiß ich gar nicht mehr. Ach so. Ja, was spawnt denn da, habe ich. Ja, genau. Oh. Wo ist eigentlich das Forged Iron hin? Wir hatten das im Inventar von euch. Das habe ich gebraucht, um neue Rüstungen zu bauen, da ich jetzt den Skill auf Maximallevel habe. Aber leider hast du die Workbench kaputt gehauen, weil das ganze Zeug gerade durchlief. Ah, okay, cool. Ich schmeiß dann einfach noch ein bisschen was an. Ja, in der zweiten Forge läuft gerade 150 durch. Ah, dann nehme ich mal ein bisschen was weg, weil Koya braucht es gleich, um eine neue Workbench bauen zu können. Die hat mich nur eher gern. Warum muss ich denn das? Verstehe ich gar nicht. Weil du selbst irgendwann wieder eine Workbench benutzen willst. Und wenn du keine baust, dann garantiere ich dir jedes Mal, wenn du sie benutzen willst, werde ich sie brauchen. Es gibt einfach keine Munition mehr. Wir leben jetzt hier im... im absoluten Peaceful Mode, ja? Ja, klar. Wie im Peaceful Mode? Das gibt's total. Doch gar nicht. Nee, die Zombies sind auch alle total Peace und. Aha, 25 brauchst du. Gut, das machen wir mal so. So. Ich glaube, das sieht ganz cool aus, aber ich glaube, ich baue es lieber nachts weiter demnächst. 20. Wie sieht denn das so mit Fenstern aus? Gibt es da Wünsche? Ein paar Fenster wären schon ganz nett. Aber was meinst du jetzt mit Wünschen? Ja, wie viele? Wie groß? Kann man die groß machen? Oh. Da musst du auch fragen. Ach, ich Idiot! Entschuldigung. War das nicht. Was warst du nicht? Was wolltest du wissen? Hab grad nicht so wirklich zugehört. Ja. Koya, könntest du dann bitte zur Workbench kommen und in der Workbench eine Workbench bauen? In der Workbench eine Workbench bauen? Ich hab dir dort alles reingelegt. Haben jetzt irgendwie was du zu brauchst. Viel Workbench. In der Workbench liegt alles, was du brauchst, um eine neue zu bauen. Scheiße. Na gut. Ja, nee, ich fragte wegen Fenstern. Wie groß kann man Fenster bauen, Xa? Also, man kann zwar Glasscheiben machen, die sind aber ziemlich bescheiden, weil milchig, also man sieht nicht durch. Aber man kann beim Händler manchmal welche kaufen, die wie bei den normalen Häusern. Eben durchsichtig sind, aber die haben halt eine festgelegte Größe, sprich, die sind dann, glaube ich, eins oder zwei breit. Da habe ich doch schon eins gekauft. Window. Ja, Window 2. Also da gibt es verschiedene wohl. Ich habe hier Window 2 gekauft.
beim letzten Händler. Moment, die sind... Das ist ein ganz normale Einergröße, ist das. 1x1. Ein Block. Also wahrscheinlich verschiedene. Wahrscheinlich, ja. Gut, man könnte das auch so ein gekacheltes Fenster dann damit machen, weißt du? Ja, klar. Kann man auch mal voneinander. Da, 90 Forged Iron hast du wieder in der Kiste. Und jetzt okay. Schön ist es die Frage. Vor allem brauchen wir dann von diesen Fenstern 1000. Also das heißt, ich werde jetzt demnächst nochmal zum Händler wackeln dürfen. Wir haben davon 13 Stück bisher erst. So, Dope, White, Block fehlt mir, Crushed Sand, haha. In der, dahinter, im Zementmischer. Achso, ne, war da ein Zement durch? Im rechten. Oh, da geht ja richtig viel. Naja, Xa muss nur unsere Steine dafür vernichten. Das ist ja egal, Steine kriegen wir ja mehr als genug wieder, dann würde ich jetzt... Das Sand ist bei der Zementmischer neben der Forge. Ja, haben wir gerade rausgenommen. Danke. Achso, okay. Nee, super, also dann haben wir das. Ich brauche fleißig diese Steine, werde dann jetzt nochmal rausgehen und draußen ein paar von den runden Steinen zerlegen. Wenn du welche findest, ich habe eigentlich so ziemlich alle in unmittelbarer Nähe zerlegt. Dann reise ich ein paar Meter. Das klingt aber nach dem Plan, ich glaube, da helfe ich dir dabei. Dass wir wieder Nitrat haben, weil wir haben viel verballert. Es ist einiges wohl weg. Oh ja. Ich bin irgendwie geschädigt jetzt von diesem Haus, ich muss raus hier. Hüttenkoller. Mensch, ich will hier raus, lass mich weg hier. Brech dir nur nicht die Beine, soll passieren, habe ich gehört. Ich heiße ja nicht Xa und nicht Kuja. So. Das müsste jetzt einfach gerade Broch machen, ich wünsche mir dieses Geräusch so sehr. ich baue mir auf jeden Fall jetzt ein paar Redwood Blocks für die Küche. Ja, tu das. Eventuell kombiniere ich das aber dann, weiß ich noch nicht, für die Apotheke. Aber jetzt weiß ich endlich, warum der Heu liegt da unten. Ich habe mich schon gewundert. Liegt denn da so viel Strom? Ja. So, du gehst in die Richtung. Gut, dann geht in die andere. Ja. Falls du ein Messer brauchst, hol eins. Messer? Warum soll ich ein Messer brauchen? Das ist bei Steinen immer die relativ wenig. Ich finde gerade eher Zombies, muss ich zugeben. Und ich finde eure Löcher. So gut. Ja, ich habe aber keinen Beinbruch gekriegt. Dann ist es ja langweilig. Ich habe eher das. Sag mal, diese Steine, die das geben, sind nicht die großen. Ich muss die kleinen Runden finden, nicht die diese. Runden, ja. Ja, genau. Nicht die Felsklumpen. Die ganz großen geben zwar auch, aber noch weniger als die kleinen. Okay. Was heißt O? Da kommt eine kleine Wanderhorde an. Ach so. Du wirst ja fertig werden, oder? Ich höre einen Ballern, also so weit kann er sein. Du hörst den Ballern? Ich bin weiter weg. Ich verteile aber auch gerade nette Vorschläge. Das ist gut. Ja. Und was war eine Wanderhorde? Ei. Brauchst du Hilfe, dann schreib rechtzeitig. Nö, ich stehe hier ja oben auf der Mauer. Achso. Die machen unsere Spikes kaputt. Ja, das ist wurscht. Aber wenigstens ein bisschen was zu bauen, wie du weißt. Das hast du so lange schon nicht mehr hatten. Ich habe ja vorher gesagt, dass du oft die Spikes neu gesetzt hinten. Aber irgendwie nach der Horde war nicht mehr viel davon jetzt. Kopfschmerzen! Da was gegen. Ja, der Kopf ist leider irgendwie dran geblieben. Ich bin schmerzfrei in den nächsten. Allerdings auch kopflos. Kopflos in den nächsten Tag kenne ich aber. Auch ganz ohne Vorschläge. Wie ist das so? Oh Gott, man kriegt nicht viel von mit. Man kann zumindest keinen Kater kriegen. Nee. Liebe Kapitän. Ach, du bist in die Wüste?
Ja, klar. Ich habe gesagt, ich gehe in die andere Richtung. Ja. Du weißt ja nicht, in welche Richtung die andere Richtung ist. Da war ich noch nicht auf die Steine abbauen. Da wusste ich, dass noch welche da sein müssen. Wir haben übrigens in den Kommentaren geschrieben bekommen, dass wir, Moment, ganz kurz. Das hier, was ins Ohr. Dass wir in der Höhle, allerdings, ich traue ja niemandem mehr jetzt langsam, ja, dass wir in der Höhle, wo der, in der Höhle zur sinkenden Kiste auch Nitrat hätten finden können, wenn wir gebuddelt hätten. Also da war ja das, was von der Wand gehangen ist. Das kannten wir ja, haben wir ja gesehen. Ja. Aber da wäre wohl auch noch gewesen, wenn wir gebuddelt hätten. Oh. Müssten wir ausprobieren. Oh, ich meine, wenn wir die Kiste erbauen ja gehen, dann. Genau. Ja. Kann man da ja schauen. Gute Idee, sollte man noch dran denken. Einfach, dass wir mal einen Meter buddeln und schauen, ob irgendwas kommt. Am besten in verschiedene Richtungen, gehen wir wieder zu dritt hin. Ja, dann geht's auch recht schnell. Irgendjemand sich die Location gemerkt? Oder habe ich mir einen Mark gesetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Glaube nicht, aber ich denke, die Stelle finde ich. Ah, sollten wir schaffen. Da findet die Stelle. Der Xar und Höhlen finden, das kann er richtig gut. Könnten wir im Stream hingehen? Unsere Zuschauer wissen, wo das war. Das stimmt. Die Chancen besser. Ja. Ich habe sagen. Ich schon Zeit versetzt. Links, aber links, zumindest links. Weißt du, du hättest vor 30 Sekunden abbiegen müssen. Genau. Ich habe sagenhafte 90, vielleicht jetzt 100? Ne, 90. 90 Nitrat. Ist das nicht super? Oh. Damit hast du schon mehr als ich. Ich habe erst 40. Aber ich habe einen Cave. Das ist enttäuschend. Gefunden. Was gefunden? Na, auch eine Höhle. Ach so. Oh, warte mal, wo bist du denn? In der Wüste. Naja, ja, ich suche dich gerade hier auf der Map. Ach du Gott, du bist wirklich ganz in die andere Richtung. Das ist jetzt zu weit. Geht zu weit! Ja, ich werde die auch jetzt nicht ausheben, denke ich. Das machen wir mal gemeinsam. Naja, wenn du ja, mit Nitrat drin rumliegt, dann wäre das eigentlich auch gar nicht so fährt, oder? Ich könnte auch in die Wüste kommen, dann können wir noch ein bisschen Aloe sammeln. Wie viel Uhr ist denn jetzt? 11? Ja, komm, ich komme zu dir rüber. Na gut, dann mache ich da mal die netten Leute hier weg und verteile nette Vorschläge. Ich brauche nur ein bisschen, also kann ich nicht erwarten, dass ich... Ich habe da ein paar Zombies. ...minütlich bei dir bin, vor allem wenn ich Nester unterwegs mitnehmen will. So. Wozu willst du Nester? Hast du gesehen, wie viele Federn du hast? Federn ist nicht das Ding. Eier wollte ich. Also Eier wären cool, ja. Pfeile braucht man nie wieder was sammeln für, außer so. Holz vielleicht. Achso, naja, gut, ja, doch. Auch für die Crossbow musst du das ja mit Federn machen, oder? Ja, aber. Soll ich mehr mit dem Crossbow schießen? Ich 10.000 Federn. Gut, mehr mit Crossbow schießen. Ja. Nur zu. Oh, hier sind ganz viele runde Kiesel. Moment, die muss ich wegmachen, tut mir leid. Wie viele ja, wir jetzt hier sind. Wenn du mir dann nicht am Abend sagst, so, ups, ich komme jetzt doch nicht, ich lasse dich da jetzt in der Wüste alleine stehen, ist alles okay. Ja, es könnte schon passieren, zumal ich jetzt gerade nichts zu essen habe und mein Magen knurrt. Oh Mann, das nennt sich Vorbereitung. Ja, ich wollte nur kurz vor die Tür ein paar Steine zerlegen, jetzt kommst du mit Wüste und Höhle um die Ecke. Ja, was denn, ich bin auch nur kurz mal raus, ein paar Steine zerlegen. Oh, okay, die Muni ist aus. So wird es, genau. Achso, jetzt kann ich dir übrigens dann erst sagen, wie deine Stahlpfeile sind. Ich habe nicht bisher mit den anderen geschossen. Achso, deshalb auch keine Veränderung für er wahrgenommen. Das klingt logisch. Das war aber erst nach der Horde aufgefallen, dass ich nicht gewechselt habe. Einmal mit Profis, weißt du? Falscher Hoster? Falscher Server? Hoster. Alles falsch? Oh, hallo Zombie. Na. Hallo. Tschüss, Zombine. Ich hab da was schon hier mal. Na toll, die hat schon keinen Arm mehr und stand mich trotzdem. Ja, die kann's halt. Kopflos. Ah. Ja, ich habe übersehen, dass der hinter mir Stein ist. Wir haben noch ein klitzekleines Problem. Ich glaube nämlich, einer der Zombies ist unten. Unten? Ja, in der Höhle. Mond.
Naja, ich habe keine Lust, dass mir der da unten alles zerlegt. Wir hören ja buddeln. Ja, dann holen wir raus. Ja, ich muss mal schauen, wo ich runterkomme. Da komme ich ja gar nichts runter. Wo ist denn der runter? Gott, sind hier viele von den Steinen. Hier ist so ein richtiges Felsenmeer gewesen. Mhm. Doof gefragt, respawnen die eigentlich auch, oder? Nein. Och nee, du wirst nie erraten, was ich vergessen habe. Spitzhacke, Axt? Nein, nein. Schaufel? Ja. Hat es dich beruhigt? Ich habe auch keine dabei. Dann würde ich sagen, verschieben wir diese Wüstentour. Machen wir. Ich habe jetzt eh so viele Steine hier. Weil ohne Schaufel komme ich da nicht runter. Ach, das geht auch mit dem Hammer. Ja, theoretisch schon. Aber du hast recht, das sind zu viele kleine Steine, machen wir die mal weg. Aber mittlerweile bin ich auch bei 220 Nitrat, also ist okay. 150. Nur wenn die kleinen Steine hier endlich sind, dann haben wir irgendwann... Naja, ne? Irgendwann brauchen wir andere Quelle. Oder wir müssen uns bei den Zombie-Wellen erstmal damit begnügen, doch mit der Armbrust zu ballern. Dass jeder dann doch lieber mit Bolzen schießt, weil die können wir ja nahezu unendlich bauen. Ja. Mhm. Dann schauen wir lieber zu, dass wir alle Stahlbolzen haben, die machen ja auch ordentlich Schaden. Richtig gute Armbrüste kriegen wir auch hin mittlerweile. Wir haben nur eine kurze Aufnahmepause gemacht, ja? Jetzt drücke ich dauernd Tab, wenn ich ins Inventar will. Ah, da bin ich geheilt von. Mhm. Ja, vor der Pause hat es anders ausgeschaut. Mhm. Komm, ich habe einen guten Vorschlag für dich. Hör lieber drauf. Er sagt nichts mehr, dürfte okay gewesen sein. Ja, ja, gut. Schweigen ist sowieso immer anzuraten, wenn Frauen Vorschläge haben. Schweigen und nicken. Oder um es wie letztes Mal zu sagen. Genau. Ja, Ach ja, auch übrigens, wir haben noch einige Schatzkarten auszubuddeln, ne? Ja, das könnten wir auch mal noch machen. Wir haben auch noch die Quest. Ja. Ja, die Quest kann man nebenher mal machen. Quelle oder so. Kommst du das meiste Zeug weg? Bestimmt wohl. Und die einfach mal annehmen. Kann man mehrere Quests annehmen auch oder muss man die nach und nach verstehen? Nee, kannst. Also zumindest unterschiedliche kannst du annehmen. Mhm. Oh, das klingt doch gut. Weißt du, was mich richtig ärgert? Ich hatte bei der letzten Nitratsuche, also nicht bei unserer gemeinsamen, sondern da, wo ich alleine war, unter dem Video ganz viele Kommentare. Du kannst Nitrat auch auf der Map erkennen, wenn du dran vorbeigelaufen bist zumindest. Dann ist das wie so ein kleines G, glaube ich, wurde meistens gesagt. Glaubst du, ich hätte da noch dran gedacht, als wir da zusammen drin waren? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hast du sowas schon gefunden? Was? Naja, diese kleinen Gs. Nee, ich habe ja noch nicht drauf geachtet. Ich bin ja jetzt nicht im Eis. Aber diese Nitratvorkommen sind halt auf der Map markiert. Das ist, ne? Eigentlich ja ganz praktisch. Eigentlich. Wenn man dran denkt. Was habe ich denn jetzt schon alles? Außer volles Inventar. Ja, und immerhin 53 Federn bringe ich da wieder mit. Wow. Voll wichtig. Hab gehört, die brauchst du unbedingt. Hm, wir können uns alle so einen Federschmuck machen und dann vor der Kiste sitzen. Ist okay. Die ganze Zeit die singende Kiste auf und zu machen.
glaube, ich zerlege die Tankstelle da. Habe ich gerade Lust dazu. Eine Tankstelle. Ich hoffe so sehr, dass wir die singende Kiste abbauen können. Ja, schon wirklich, ja. Und dann müssten wir daraus irgendwie eine machen, die man sehr häufig benutzt. Ja, okay, Gerümpelkiste. Gerümpelkiste, genau, ja, sowas. Ja. Bau- oder Gerümpelkiste. Oder Verkaufskiste ist auch. Ja, wobei, ja, doch. Da könnte man ja das Geld reinlegen. Genau. So, jetzt bin ich in der Tankstelle und habe zu wenig Platz zum Mitnehmen. Oh, hast du Shotgun-Schematik? Brauchst du wahrscheinlich nicht mehr, gell? Brauche ich nicht, aber nehme ich gerne fürs Leveln. Naja, 430 Nitrat. Gut. Aber doch was mit anfangen. Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Was? Doch, sind 430. Xar, kannst du das ruhig? Nein, das nicht. Sondern? Ich habe eben die Brücke dran gehängt. Und es macht ratata blums und alles liegt unten, inklusive Brücke. Und ich weiß nicht warum. Weil direkt nicht die Mauer. Oder was ist alles, was ratata blums gemacht hat? Ja, also ich habe jetzt eine Rampe runtergebaut, ein Stück weit. Also über die Spikes drüber. Und da habe ich jetzt die Brücke dran gehängt. Und eben mit der Brückenstück, wo es vorne dran eigentlich sein sollte, weggebrochen. Warum auch immer. Also eigentlich ärgere ich mich, weil das waren bestimmt Ressourcen. Andererseits, selbst Xar fehlt mal. Das hätte ich gut gesehen vor allem. Ja, das stimmt. Das dazu. Und das Gesicht von Xar dazu hätte ich gerne gesehen. Ja. Mhm. Nicht nur so diese im Nachhinein als Punkt da. Ja, cool, ja, damit musst du leben. Das wirst du jetzt öfters hören. Danu, ich hätte da nochmal eine Bestellung für Mechanical Parts. Wie viele denn? Und 30 Stück. Ja, stellst mal ein paar Dinger her. Stahl? Ducktape? Ducktape, genau. Kann ich machen. Notfalls ein paar Knochen kochen. Ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund musste ich neulich ziemlich viele Mechanical Parts herstellen. Nein, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Rechargeable Batteries, sind die irgendwie sinnvoll? Das sind Teile für die Knuckle-Pistole. Oh, ich habe gerade 4 Mechanical Parts übrigens gefunden, so nebenbei erwähnt. Ja, gut. Das ist schon mal gut. Und ich habe einen 417er Nailgun Frame. Ja, gut. Oh, nicht schlecht. Nailgun ist sehr gut. Ja, ich bin hier gerade nochmal in den Werkzeugladen rein, der ist nämlich respawned, alles. Oh, schick. Bei Clap haben wir eigentlich genug. Aber ich mach mal nochmal ein bisschen. Notfalls haben wir ein bisschen Glas, wenn wir Behälter brauchen. Nö, ja, davon haben wir mehr als genug. Ich weiß, aber ich bräuchte nur mal das Dings einkochen. Korn. Dann wären die ganz schnell weg. Oder mit dem Vegetable Stew. Oh Mann. Ach, das verbraucht auch? Nehmen. Ja, das verbraucht alles Gläser. Deswegen Gläser bitte trotzdem mitnehmen, auch wenn es eigentlich, wenn wir es vielleicht gar nicht brauchen momentan. Was, Gläser? Ja. Oh, ich habe gerade viel weggeworfen. Ja, ich meine, die findet man so oft, also ist das kein Einbruch. Tut mich sorry. Ja, ja. Ach was, das muss ich jetzt scrappen, ich habe zu wenig Platz. Ich habe auch zu wenig Platz, ich bin gerade am überlegen, was ich da wegwerfen kann. Also habe ich ja schon 4 Gläser weggeworfen.
Knochen muss da bleiben, hab ich gedacht. Da krabbelt eine. Glaub's hämmert. Hau ab. Hör mal, wer da hämmert, oder was? Was? Nein, du darfst ruhig da nur sagen. Oh, jetzt habe ich ein gebrochenes Bein. Ich habe Nitrat gefunden. Wie, was? Richtig Nitrat vorkommen, oder was? War doch Kohle. Ah. Hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn das einfach irgendwo so... Mit. Was? Ja. Aber so. Wohl 73 Federn kann ich nicht einfach weglegen. Das ist echt schwierig. Wir haben doch so viele Federn. Werden wir eh nie verbauen, gell? Außerdem spawnen die immer wieder. Eben. Passt schon. Eben. Die Federn spawnen permanent wieder. Ah, du! Diese Crawler. Oh, jetzt sind hier noch Bullet Casings drin. Ja, Bullet Casings habe ich auch schon im Inventar. Wenn immer mehr Zombies und ich habe keinen Platz mehr. Aber ich habe dafür Unmengen an Stamina Food. Ich hatte vorhin schon 8% Essen, jetzt bin ich wieder auf 60% oben. Das nur mit Yucca. Ach, Bullet Casings, kann man auch so viele bauen, scheiß drauf. So, ich bin zurück. Ich bin schon auf dem Heimweg. Guten Loot findet man immer erst, wenn das Inventar schon krammelt voll ist. Mhm, ja. Genau. Ja, vorher wäre es ja langweilig. Boah, Loch. Einfach drüber springen. Kann nicht mehr springen. Da hast du mir was zu essen fallen lassen, weißt du? Da habe ich wohl die gemütlichere Richtung ausgesucht, weil ich hatte massig zum Essen. Das schaut aus nach Lied. Wollen wir nicht. Oder hast du damit auch schon Notstand? Lied? Nö, da holt Xar, wenn er da unten buddelt, immer viel mit raus, habe ich so das Gefühl. Gerade Nebel? Nö. Ja, so ein bisschen dunstig am Horizont, also nicht wirklich richtig Nebel. Das können wir noch nicht als Nebel bezeichnen. Nein, das geht besser. Ja, ich bin wieder da. Wir haben noch Splinte. Wieso passt ein Splint? Ja, weil mich so ein Crawler da erwischt hat und meinte, mein Bein anzunagen. Drecksack. Mhm. Hoffentlich hat ihm dein Bein geschmeckt. Ja, super. In die Wade gebissen. Sieht lustig aus, unsere Basis, so aus der Ferne mit dem Haus da oben drauf, mit dem Ansatz, also mit der Mauer, die jetzt schon steht. Ich glaube, das wird richtig schön. Die Schematik lege ich dir in deine Munitionskiste. Ich denke, du findest das am ersten. Der Blick ist echt cool. Ja, genau, ich werde das schon finden. Nitrat und Kohle. Ja, eine sehr übersichtliche Lagerführung. Haben wir? Ja, total. Könnte ich übrigens ab und zu Yucca mitnehmen? Den Yuccas. Ja, Stamina ist, nicht man. Ist Yucca nicht für. Ach nee, das war Aloe, die Heilung. Genau, die brauche ich für die Heilungs. Aber durch meine ganzen Besuche in der Wüste bringe ich immer wieder Yucca mit. Geil aus, gerade das Bild, und dann ist da so ein blöder Bug wieder. Durchdrehen. Ich habe gebrochenes Bein. Weg da. Ja, jetzt ist er weg, der Bug. Xaver kommt Benzin hin. Also. Zu den Motorenteile. So, neben Verkaufen. Neben Verkaufen links. Hab sie. Ja, ich habe mir gedacht, schön langsam brauchen wir sie ja, vor allem wenn wir Kettensäge haben. Mhm. Bin mir sicher, der nächste, der Holz holen geht, wird sie ist nicht gern benutzen. Glaube ich auch. Kettensäge, oh ja, würde ich gern mal benutzen. Habe ich noch nie. Das
sage laut. Aber bitte, wenn es geht, aufgedreht lassen. Das heißt, wenn die Bäume nebeneinander stehen, nicht absetzen, weil sonst steigt die Hitze mehr. Ja, wollte gerade sagen, die macht wahrscheinlich schon auch... Ja, natürlich macht die auch Hitze. Aber für jedes Mal linke Maustaste drücken praktisch einmal. Das heißt, wenn du 5 Minuten die linke Maustaste gedrückt haltest, kostet es so verdammt viel Benzin. Macht aber nicht so viel Hitze. Habt ihr das Ducktape in die Rumpelkiste gelegt, Arno? Danke. Hey, so, wie viele wolltest du haben? 30. Ich hab 5. Also. Ja, wir werden früher oder später eh wieder welche brauchen. Da ist was fertig. Ja. Ah. Die Kiste, die Workbench ist voll, ich kann nicht. Ja, produzieren. Oh. Ah, jetzt darfst. Da. Gerade so. Oh, irgendwie habe ich die Iron Leg Armor wohl rausgenommen. Ja, die kannst du gleich anziehen. Ich habe für alle Teile gemacht. Okay. So, ihr könnt nämlich jetzt in die Rüstungskiste schauen. Und euch neu ausstatten. Ja, könnt euch neu ausstatten. Die alte Rüstung könnt ihr mal noch reinlegen. Dann kann man die nachher noch zum Reparieren oder Aufwerten nehmen. Mhm. Ich werde jetzt erstmal mein Inventar kurz leer machen wollen. Ja, klar. Das kann ich natürlich auch mal. So, Tool and Die Set habe ich noch mitgebracht. Das brauchen wir zwar wahrscheinlich nicht so dringend, aber ich tue sie mal rein in eine Forge. So. Oh, das wird, oder? Also, kannst du das hier so als Holzwand lassen? Ja, oder? Xa, in der ersten Reihe ganz rechts oben bei dir in den Rüstungen. Könntest du mir das reparieren? Was soll ich reparieren? Erste Reihe ganz rechts. Meine Jacke. Wie viel Zeug drin? Achso, ja klar, kann ich machen. Ich glaube, hier hat jemand die Verkaufskiste mit der Autokiste verwechselt. Tu mal die ganzen Waffenteile wieder darüber. So, zack, 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 zack. So, hoch. Steckt er da dran. Dankeschön. Jetzt kann ich mich nicht muten, sorry. Roheisen einfach bei Einschmelzen rein? Ja. Jo. Okay. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann bauen wir hier. Wirklich. Dann bauen wir hier, weil jetzt wird's Nacht. Zombies rennen dann wieder und dann werden wir einfach hier oben ein bisschen bauen. Mehr genug Zeug, hoffe ich. Also bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.